Ja, dann hat Maritim mal wieder ins Archiv gegriffen und geht die berühmte grüne Reihe, oder wie heißt das, die grüne Reihe an? Ja, grüne Serie, grüne, ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich ist es ja eine Reihe, oder? Ja. Von der es, ich weiß nicht wie viel, über 30 Folgen? Ich glaube 40, sind es genau 40? 40? Ich meine, es wären 40, ja. Und es geht um Karl-May-Hörspiele und ja, es geht, wie gesagt, los mit der allerersten Folge, die da heißt Durch die Wüste. Eine Geschichte, die uns ja bei Fandom House jetzt erst begegnet ist. Genau. Also beziehungsweise nicht genau das, aber ein Teil davon. Ein Teil davon, genau. Also es ist ja wie auch schon beim Vater des Nebels, also dass die beiden durch die Wüste reiten und dort eine Leiche finden, die beraubt wurde. In dem Fall ähnlich wie auch der Untergeiern war. Quasi gleiche Plot, nur am anderen Ende der Welt. Ja, sie reiten dann quasi in eine Stadt, also Haji Alafuma und Kara Benemsi, und werden gefangen genommen und werden von dem Mörder beschuldigt, diesen Mann umgebracht zu haben. Und der Mörder ist natürlich Moslem und ihm wird natürlich geglaubt, während man Kara Benemsi nicht glaubt und Haji Alafuma auch nicht, weil er dient ja einem Ungläubigen und insofern auch nicht loyal und glaubwürdig. Ja, jetzt werden die beiden inhaftiert und es geht dann quasi um die Flucht und um die Überführung des Gegners, was natürlich auch gelingt. Und ja, das ist eigentlich schon die Story an sich. Die ist auch recht kurz und knackig erzählt. Also so irgendwas 35, 40 Minuten dauert das Ganze. Das Ganze kommt tatsächlich auch ohne Erzähler aus. Also beziehungsweise Kara Benemsi ist natürlich so als Quasi-Erzähler, aber nicht als Monolog-Erzähler, sondern so in der Story halt mit drin. Und blabbert halt dadurch recht viel. Und durch seinen Konterpart Haji Alafuma wird die Story dann halt eben auch ganz gut dargestellt und funktioniert eben auch ohne so ein übergeordnetes Erzählerwesen. Aber es ist doch gar nicht inszeniert, oder? Oder hatte ich nur den Eindruck? Nö, das ist gar nichts. Null, das ne? ist gar nichts. Bis Nö. Auf zwei Pistolenschüsse oder irgendwie so. Ja, das ist alles nur Text. Das ist halt sehr situativer, radiophoner Text. Da kannst du, da brauchst du auch nicht viel. Und was? Ja, und es ist halt, man merkt schon an, dass das Ganze so ein paar Jahre auf dem Buckel hat und in den Hochzeiten der, soll man denn sagen, der Massenware produziert wurde. Also das ist jetzt wirklich mit einem groben Besen durch Karl May gefahren und ein Hörspiel erzählt. Also das ist jetzt tatsächlich, also ich hatte früher auch eine einzige Folge als Kind aus dieser grünen Reihe. Die habe ich früher rauf und runter gehört und habe die vor Jahren nochmal gehört als Erwachsener. Ich habe mich echt gefragt, was fand ich da eigentlich so toll dran? Weil es ist doch eher einfach. Ich meine, die Story ist unbenommen, das ist ganz okay, aber so was Besonderes wird hier echt nicht geboten. Also eher was für die Nostalgiker, die sich freuen, dass man die grüne Serie jetzt auch auf CD kommen kann. Aber so inhaltlich bin ich jetzt sagen, ich will jetzt ein grandioses Karl-May-Hörspiel hören, würde ich dann sagen, da gibt es vielleicht was Besseres. Das stimmt. Also unterhaltungswert hat mich der Vater des Säbels doppelt so gut unterhalten, aber ganz locker. Ja, keine Frage. Ja, es gibt ein Hörspiel von Thomas Koch, das der WDR im Jahr 2011 produziert hat und das jetzt nochmal gesendet wurde und jetzt auch Mitte Januar nochmal zum Download zur Verfügung gestellt wurde. Könnt ihr also bis mindestens Mitte Juli, wenn nicht sogar bis Januar nächsten Jahres, beim WDR Hörspielspeicher downloaden. Das Ganze heißt Kleiner Lauschangriff und ist aufgemerkt von Petra Feldhoff inszeniert worden. Es geht da um zwei, ich will jetzt sagen Loser-Typen, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also die beiden sind gute Kumpels und der eine von beiden hat eine Spionage-App entwickelt und versucht mit dieser Entwicklung Geld zu machen. Stößt aber überall auf taube Ohren, also weder will der Staat das ganze Ding kaufen, also die Polizei hat überhaupt kein Interesse dran, aber auch das organisierte Verbrechen hält von der Sache überhaupt nichts. Also probieren sie es ja einfach selbst aus und stolpern dann durch dieses Abhöraktion in ein Verbrechen, was das Leben der beiden dann noch so ein bisschen umkrempelt. Das ist eine nette Gaunerkomödie mit so einem leichten, ja, gesellschaftskritischen Unterton in Bezug auf diese Abhörgeschichte. Aber tatsächlich steht hier so die leichte Unterhaltung im Vordergrund, also nicht erhobener Zeigefinger oder irgendwas, das alles Nebensache, ist letztlich eine witzige Krimi-Komödie, die man sich gönnen kann, die aber jetzt nicht so eine Schenkelklopf-Komödie ist. Also eher so ein dezenter Humor, der aber tatsächlich dem Hörspiel richtig gut zu Gesicht steht. Also könnt ihr euch gerne gönnen, findet ihr im WDR-Hörspielspeicher und im Link bei uns auf der Seite. Ebenfalls wie der Hörspielspeicher, ein Hörspiel aus 2008 von Marianne Zückler. Ich habe es gehört, weil Marianne Zückler
unter anderem das wundervolle zwei Menschen endlich gemacht hat, das wir für sensationell gut tatsächlich hielten damals. Hätte ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und die Läuferin ist auch von ihr, das hatte ich irgendwie auch als relativ gut in Erinnerung. Und jetzt gab es eben das Hörspiel Lämmer und Wölfe, das eben auch im Speicher noch erhältlich ist und downloadbar ist. Regie hat Angeli Backhausen. Es geht letztlich um eine verzwickte Liebesgeschichte, Familiengeschichte. Ja, es geht um Franka und Stefan und um Mike und Sabine. Das sind im Endeffekt zwei Paare, die relativ unterschiedliche Leben leben. Ein Schnittpunkt des Ganzen ist, dass Franka Cellistin ist und Mike Cellist ist, also die beiden sich eben durch ihre tägliche Arbeit öfter sehen und ineinander verlieben und eben dadurch quasi so eine Querverbindung zwischen diesen zwei Beziehungen besteht. Und das Ganze wird eben noch ein bisschen komplizierter, weil da noch mehr im Argen ist in diesen zwei Beziehungen, die eben da überkreuzt werden und ja, dass alles ein bisschen schwierig ist und wie der Titel eben schon sagt, Lämmer und Wölfe, ist die Frage, wer denn letztlich gefressen wird. Mhm. Und das fand ich ganz interessant und eigentlich ziemlich spannend. Allerdings, also ist jetzt nicht so außergewöhnlich von der Geschichte her wie Zwei Menschen endlich. Es hat auch nicht so den großen Nachhall, aber es ist trotzdem eine ganz interessante und spannende Vierecksgeschichte, die man sich durchaus gerne gönnen kann, insofern man ja so Beziehungsdramen gerne hört, die aber jetzt nicht so ultra melancholisch dramatriefend daherkommen, sondern jetzt auch nicht leicht erzählt ist, aber es ist jetzt nicht so dramatisch letztlich. Okay. Kann man sich gerne gönnen. Gerne können kann man sich auch, und zwar auch im WDR-Hörspielspeicher, das Hörspiel Liebesschwindel von Cedric Brevaux. Das ist auch eine WDR-Produktion aus 2008. Diesmal hat auch wieder Regie geführt die Petra Feldhoff. Darin geht es um eine junge Schauspielerin, die in ihrem Job allerdings nicht viel Glück hat und jetzt aber dringend irgendwas zum Geldverdienen braucht und bei einer Agentur anheuert, die etwas merkwürdig ist. Und zwar vermittelt die Stellvertreter. Also jemand, der Angehörigen verloren hat, weil der irgendwie sich aus dem Staub gemacht hat, kann man dort jemand engagieren, der quasi diesen Posten annimmt. Ja, sie wird dann unter anderem auch zu einem Liebespaar, also beziehungsweise als Stellvertreter eines in einem Liebespaar. Das Ganze beginnt nun eine merkwürdige Mischung aus Fiktion und Realität zu werden. Es springt ständig hin und her, was ist jetzt reale Liebesgeschichte, was ist jetzt geschauspielert. Das macht es in diesem Hörspiel total interessant, weil man ja auch quasi noch eine Metaebene dazu hat, nämlich die des Hörers. Und das ist ein wunderbares Verwirrspiel tatsächlich geworden und das mir als gerade als Hörspiel richtig gut gefallen hat. Also wer auf sowas eine besondere Erzählung steht, die so vielleicht nicht unbedingt dem Standard-Hörspiel entspricht, der sollte hier dringend mal reinhören. Gute Sprecherensemble, die das Ganze erzählt und also mich hat das richtig gut unterhalten. Ja, dann gibt's was von Contendo, was du gehört hast. Im letzten Teil des Orcasts haben wir, im letzten Orcast war es schon, oder? Im letzten Orcast war es schon. Da haben wir euch ja Mindnapping, die Jubiläumsfolge 25, die Folge 3.0 der Freelancer präsentiert hat. Und jetzt nachreichen, beziehungsweise wirst du, nicht wir, sondern nur du, die Mord in Serie 25 Freelancer 2.0. Ja, jetzt versteht man, um was es geht. Also versteht man natürlich bei Mindnapping jetzt auch, so ist es nicht. Das ist ja letztlich eine relativ einfach gestrickte Geschichte, die mir allerdings bei Mord in Serie tatsächlich besser gefallen hat. Es passt natürlich irgendwie auch besser zu Mord in Serie als zu Mindnapping rein, vom Setting her und vom, ja, wie sich die Figuren verhalten und wo der Fokus liegt. Der Fokus liegt nämlich auf der Action. Finde ich schon eher, das ist halt eher Action als Thriller tatsächlich, auch wenn es hier richtig zur Sache geht. Ja, die Freelancer werden beauftragt, einen verschwundenen Enthüllungsjournalisten zu suchen, der recherchiert hat über ein Thema, über das er anscheinend nicht so dolle hätte recherchieren sollen. Das war nämlich ein bisschen gefährlich. Es geht um Schleuser und dort ist er eben diesem Soran Vukov, der eben als Bösewicht dann eben auch mit rüber gerettet wird in die 3.0, ist er einfach ja auf die Pelle gerutscht und zwar so weit, dass er eben verschwunden ist und seine Freundin beauftragt eben die Freelancer nach ihm Ausschau zu halten und sie
ermitteln eben, ja, und die Freelancer werden eben Zeuge dieser ziemlich üblen Machenschaften dieses Vukovs, der halt unter anderem diese Kämpfe veranstaltet, die ja auch bei Mindnapping dann eine Rolle spielen später. Aber eben nicht nur das, sondern, tja, auch eine Geschichte, die in der Form jetzt schon nochmal in eine andere Kerbe schlägt. Und es geht eben um diese besagte, ja, wie es der Titel schon sagt, Todesjagd. Ja, und die Ermittlungen sind halt so gefährlich, dass selbst die Freelancer dann Teil des Ganzen werden. Das ist fast schon zu viel verraten, aber so sei es denn. Tatsächlich, der Fokus liegt auch hier eher auf Action und auf, ja, drastischen Szenen. Das Ganze nimmt aber also gerade, wo es aufs Ende hingeht, ein ordentliches Tempo auf und ist eben wirklich in der Darstellung auch richtig schön drastisch, dass das, finde ich, sehr gut zum Mord in Serie passt und auch diesen Anstrich halt gut verträgt. Und ja, das fand ich eben, ja, rein von der Erzählweise, wie da Tempo gemacht wird. Und das ist auch wirklich spannend tatsächlich und das hat mir tatsächlich gut gefallen. Also da kann ich wenig Abstriche machen. Und kann das tatsächlich wirklich nur empfehlen. Okay. Ist jetzt nicht so gut wie Safe House oder also wie so herausragende Folgen, aber hat mir tatsächlich besser gefallen als Mindnapping, muss ich sagen. Ja, ich bin nicht so der Freelancer-Freund. Ich kann auch den Hype darum nicht so ganz nachvollziehen. Weil Naja, irgendwann, nee, das auch nicht. das Ja, das ist ist schon mir. ganz interessant. Ich meine, das sind irgendwie, wie war das, ehemalige Agenten, die. Ja, Halt, und aber das ist halt, ich das finde das halt Spannende ist nicht halt, dass es so. in Deutschland spielt. Das ist schon, Ja. gibt dem Ganzen schon irgendwie so einen eigenen Anstrich. Ja, aber ansonsten, ja, also so ganz nachvollziehen kann ich es auch nicht. Warum das nochmal aufgegriffen wurde, weiß ich Also ich nicht. fand das damals schon nicht, also fand das okay, als diese was, wie hieß das? Ich glaube, das war ja auch in irgendeine Reihe eingebettet, die aber dann auch nicht fortgeführt wurde. Nee, das hieß Freelancer damals. Hieß das Freelancer, ja. Ja. Aber das sollte doch eine Reihe werden, oder? Echt? Wurde es dann aber, ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass Okay. das als Einzelspiel gedacht war. Also, Nee, es gab ja aber zwei ist auch Folgen, schon so lange her. glaube ich, oder? Es kann ja nur eine sein, weil die heißen ja jetzt 2-0 und 3-0. Ach, du hast recht. Wobei, war denn Freelancer schon mal beim Mindmapping-Thema? Nee. Nee, oder irgendwas anderes? Du meinst Leon Kramer? Ach genau, ich wechsle das mit Leon Kramer. Vergiss alles, was ich gesagt habe in den letzten 20 Jahren. Alles Käse. Es ist halt die Radiophone. Simplizität der Natur des Denkens. Da werden wir öfter drauf zurückfallen. Ich vermute auch, ja. Wie radiophon ist denn die Operation Mindfuck? Ja, die ist äußerst radiophon und hat allerdings den Witz weniger in der Inszenierung als im Thema selbst reingepackt. Und zwar geht es um Robert Anton Wilson. Der hatte sich in den 70er Jahren als Verschwörungstheorien nach der Watergate-Affäre ins Feld geschossen und zu einem richtigen Thema wurde und man so erstmal so richtig das Vertrauen in die Politik verloren hatte, sich dieser Operation Mindfuck, also diese quasi erdacht, indem man halt er hat also so eine Art, ja, Sekte würde ich nicht sagen, aber so eine Bewegung gegründet, die den Gedankengang ins Absurde hatte und also quasi so das Ganze nochmal überzogen hat. Und da diese Bewegung versucht man halt hier in diesem Feature, das ist also kein Hörspiel, ist eher ein Feature, nochmal darzulegen. Fand ich grundsätzlich interessant. Das Thema gibt mir aber ehrlich gesagt nicht genug her, als dass ich da 55 Minuten wie gebannt vorm Radio sitzen würde. Wie gesagt, als Ding interessant und für den, der sich für die Zeitgeschichte damals interessiert, mag das auch interessant sein. Gerade Robert Wilson ist ja ein Charakter, der ja anscheinend im Hörspiel auf eine riesen Fangemeinde trifft, was ich jetzt persönlich nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber Geschmäcker sind verschieden, darf ja auch jeder machen, wie er will. Also für mich war es jetzt nur bedingt interessant und insofern würde ich auch, wenn es ein Feature ist, auch nur bedingt weiterempfehlen wollen. Ein Hörspiel, deutlich Hörspiel, gab Ja. es auch bei Maritim, nämlich eine neue Folge von Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sonderermittler der Krone, die Folge 7, Ritual des Grauens. Ja, wir sind wieder in London. Dort gibt es eine ja, Mordserie. Und zwar handelt es sich bei den Opfern um Wissenschaftler und alles ist ein bisschen merkwürdig und für Scotland Yard so merkwürdig, dass Sherlock Holmes eingeschalten werden soll. Ja. Sherlock Holmes sagt aber, nö, mach ich nicht. Deswegen gibt er das Ganze an seinen Bruder ab und Mycroft Holmes hat natürlich Oscar Wilde im Schlepptau. Und so beginnen die beiden eben zu ermitteln und schauen sich diese
komischen Tatorte an und ja, kommen so nach und nach hinter ein sehr merkwürdiges Geheimnis, denn an den Schauplätzen wird zum Beispiel Lehm gefunden und da wird man dann schon so auf eine Richtung hingewiesen, in die es gehen könnte. Und als Hörer wird man dann tatsächlich auch Zeuge einer dieser Verbrechensszenen und erfährt eben, dass ebenfalls ein Wissenschaftler hinter dem Ganzen steckt, gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch. Und selbiger hat eben, ja, darf man das verraten? Nee, das verrate ich jetzt nicht. Nein, also er hat halt die Möglichkeit, etwas zu kreieren, was diese Morde begeht. Und das Ganze gipfelt dann in einem großen Aufeinandertreffen, in einem dicken Finale. Ja, Punkt. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, würde ich jetzt sagen, also ich fand die jetzt deutlich besser als die Deutschland-Folge, muss ich sagen. Okay. Aber naja, ist halt komisch. Also, ist halt so ein normaler Holmes-Krimi irgendwie, oder? Ja, mit deutlich Mystery-Anteil. Ja, ja, natürlich, aber so von der Grundidee. Ja, auch so was die Ermittlungen an den Schauplätzen und so anbelangt, das stimmt schon, ja. Ja. Deswegen hat man ja erst schon Holmes gefragt. Aber es war ja für Holmes nicht gut genug. So muss das B-Team ran. Genau. Murdoch, fahr schon mal den Hubschrauber raus. Es ist in Ordnung, aber ich fand es halt an vielen Stellen auch wieder irgendwie merkwürdig. Also diese ganze Geschichte mit dieser Wesenheit. Das ist schon sehr merkwürdig, oder? Ja. Ging das nur mehr so? Auf diese Idee ist irgendwie sehr komisch. Ja, okay, dieses Thema verkannter Wissenschaftler und so, das ist in Ordnung. Dieses, ja, letztlich dieses Rache-Thema. Aber die Art, diesen Wesen, also ich finde das irgendwie komisch. Passt natürlich in die Fantastik dieser Reihe, von dem her passt das schon irgendwie, aber ich weiß nicht, ich fand das merkwürdig. Ja, das ist dann eigentlich auch wieder zu wenig, um dem Ganzen so eine Eigenständigkeit zu geben, oder? Also dass man sagt, das ist jetzt dadurch Holmes, sowas Holmes Besonderes. Plus X. Ja, Sherlock plus X und dieses X ist das Mystery, Unübernatürliches, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, das Konzept der Reihe, oder? Ja, ja, klar. Ja, also ganz nett ist es tatsächlich immer, wenn es um Oscar Wilde geht, finde ich, und um seine Figur und wie er sich tarnt gegenüber anderen und so. Und das Zusammenspiel mit Holmes dann ist an einer oder anderen Stelle ganz nett. Ja, also da könnte man gerne ein bisschen mehr Fokus drauf richten. Das ist immer ganz nett eigentlich. Mhm. Also die Fälle selber, ja, weiß nicht. Also überzeugt bin ich nicht wirklich. Nee. Aber wir haben ja auch was gehört, was uns dort deutlich mehr überzeugt hat, glaube ich. Ja, hier, Quentin Kummer und Stuart Tarantino haben ein Hörspiel gemacht. Nee, Stuart Kummer hat ein Hörspiel gemacht, aber das erinnert dann doch sehr an Tarantino. Allein durch einen sehr, sehr genialen Kniff, wie man dieses Hörspiel erzählt, nämlich rückwärts. Das ist wirklich grandios. Ja, und also halt überschnitten, das fand ich so geil. Ja, das ist auch super, ja. Also er hat im Endeffekt, wie sind es, 3 oder 4 Gruppen? Also eigentlich sind es ja Einzelpersonen, bis auf die beiden, das sind ich 2 Personen. Beiden, ja. Und es wird halt quasi so erzählt, also es wird episodenhaft erzählt, und zwar mit so Überschneidungen, mit so Schnittmengen. Also dass zum Beispiel in der ersten Episode dann eine Person angerissen wird, relativ am Ende, die dann quasi die nächste Episode übernimmt. Ich fand das irgendwie sehr, 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 sehr clever erzählt. Also generell clever erzählt, aber durch dieses Angeschneide, das hat das Ganze irgendwie nochmal so einen eigenen Flow gegeben. Ja, es gibt, wird ja dann auch im Kreis erzählen, das ist ja auch das Tolle, dass man dann halt also quasi dann wieder am Ende da rauskommt, wo man am Anfang war. Das ist wirklich total clever und die Story ist natürlich, wie sie es dafür auch gehört, richtig schön trashig. Das hat Stuart Kummer ja bei uns im Interview auch angedeutet, dass da ordentlich auf die Trashkiste geklopft wird. Aber und, halt so geil, also diese eine. Aber wirklich gut gemacht, also nicht so, dass es billig wirkt, sondern tatsächlich, dass man diesem Genre tatsächlich die nötigen Impulse rauszieht, um das wirklich als so ein gut unterhaltsamen Hörspiel zu machen. Ja, also vor allem eine Szene, die sich absolut frisst für die Ewigkeit bei mir. Die Maschinengewehrszene, also das ist so herrlich. Das ist so absurd. Großartig. Ja, und halt ganz toll geschauspielert und also man merkt wirklich, dass die Leute richtig Spaß bei der Sache hatten. Das ist sehr lebendig, das ist total ergriffig und das ist auch mit der nötigen Portion Overacting, die da drin sein muss, damit das funktioniert. Also es ist wirklich auf den Punkt super produziert und also das war wirklich so eins der Highlights im Januar, wo ich dachte, ach guck mal hier, wenn ich was das, für eine, wenn nicht sogar das, ja, tatsächlich wenn nicht sogar das, stimmt.
Ja, also unbedingter Hörtipp Ein von mir. hackencooles Hörspiel, Ja, wirklich. Sehr anhören, geil. anhören. WDR Hörspielspeicher ist das Ganze verfügbar. Solltet ihr dringend hören und natürlich auch unser Interview mit Stuart Kummerer. Wobei er hat sich ja da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber trotzdem interessant, was er da zu erzählen hat. Das stimmt. Diddlin! Es gab auch einen Diddlin. Radiotatort in diesem Monat natürlich. Die 107 und es geht nach Hamm, ausgelöst von Dirk Schmidt. Ja, die Hammer-Truppe kriegt Unterstützung. Ja, der Hammer-Kenner fragt sich natürlich gleich, was ist mit diesem Typen verkehrt? Ja. Man weiß relativ fix, was mit diesem Typen verkehrt ist. Der ist einfach nicht mehr ganz dicht im Kopf, meiner Meinung nach. Es geht um Leute, Leute. Klaus Leute Hansmann, der in einer Art Big Brother Container war und danach wieder quasi seinen Dienst aufnehmen wollte. Irgendwas ist anscheinend irgendwie schief gelaufen, also irgendwas ist merkwürdig und er ist eben in Hamm gelandet. Das ist eigentlich auch der Hauptfokus erstmal des Ganzen. Was ein bisschen in den Hintergrund tatsächlich rutscht, ist der Fall, um den es geht. Es geht nämlich um ja eine Frauenleiche, die gefunden wird und natürlich die Frage, ob es ein Mord ist und was hinter diesem Mord steckt. Es wird nämlich dann später auch eine zweite Leiche gefunden. Ich glaube, viel mehr will ich tatsächlich nicht verraten, weil das wäre dann tatsächlich zu viel des Guten. Klaus Leute Hansmann kommt nicht alleine, sondern er hat seinen Kameramann dabei. Sehr merkwürdig, denn er filmt da dann in Hamm eben auch in der Gegend rum. Und er filmt dann eben auch die Taskforce Hamm und das ist sehr merkwürdig und führt tatsächlich zu, also finde ich, einer der witzigsten Szenen in der Hammergeschichte, Die Werbefilmerei. wo nämlich Vorderbeum Ja. sich denkt, ach Mensch, das könnte man ja nutzen, um mal Werbung zu machen für sich und Möbelgeschäft, ne? Und er dann aber vorher schon einen eigenen Spot quasi für sich gemacht hat und man Allein der ist schon diesen Spot da. zu hören bekommt. Da habe ich Tränen gelacht, wirklich. Das war so witzig. Ja, so ist es tatsächlich. Fand ich die Folge an sich jetzt im Vergleich nicht so gut irgendwie. Das irgendwie hat das nicht so Ja, gefunzt. Das war so komisch, ich würde merkwürdig. ich laufe so gerade um den Kontrovers-Button rum, weil dass dieser Krimi so aus dem Fokus gerät, liegt ja auch unter anderem darum, dass der Hansen so in den Fokus gerät und der macht sich ja quasi, der mischt Ja. ja durch sein Auftreten und durch diesen Kameramann und dieses Real-Doku-Format, was er da plant, mischt er ja so quasi den ganzen Laden auf und hält auch diese ganzen Laden so auf Trab, dass die gar nicht dazu kommen, quasi diesen Fall gebührend. Also Ja. von daher fand ich das dann schon wieder total stimmig, zumal am Schluss ja dann auch wieder das Ganze dann quasi dann nochmal ins Rollen kommt. Klar, ich meine, das ist natürlich, Hamm lebt natürlich auch von dem Klamauk, der natürlich auch seinen Platz braucht und hier natürlich gibt man dem auch, also allein durch Vorderbäumes Werbeaktion, die also wirklich grandios lustig ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie gut muss so ein Schauspieler sein, um so schlecht schauspielern zu können? Das ist wirklich. Also wirklich halbwegs grandios, wie er das hinkriegt, so untalentiert zu wirken, das ist Weltklasse. Ja, Also das diese stimmt. Spots. Das ist echt grandios. Ja, insofern Also. hast du schon recht. Ist das eigentlich ziemlich, ziemlich clever, wenn man es vom Ende her Ja. denkt. Ja, aber also beim Hören selber ist es halt, fand ich es ein bisschen Klar. merkwürdig. Klar, der Fall gerät natürlich in den Hintergrund, aber hat. Wie gesagt, also meiner Meinung nach hat das natürlich seinen Grund. Ist das natürlich aus dem Leute, Leute, Übermenschen so ein bisschen Und geschuldet, der alles platt sorry, drückt. Leute, Hansmann ging mir so auf die Nerven. Es ist natürlich gewollt, aber oh, da ging mir Ja, der so auf die ist so Nerven. überzeichnet und ja, aber Latotz gewinnen hier gut. Ja, natürlich ist Ja, Latotz ja. gegen gut. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt noch einmal Leute sagst, dann Ja. hau ich zu, echt. Ja, auch in dieser Disco. Ja, genau. Das ist also die. Jetzt Mach's nochmal, und dann sagt er einfach nur Leute, Leute und die stimmen ab. Was ist das denn? Aber so Ja. ist es ja tatsächlich auch, wenn du da so ein Horst hast, der durch so ein Reality-Format da hochgespült wurde. Das Ah, ist wie, stimmt. was weiß ich, dieses Zack die Bohne oder so, irgendwas. Das ist so, da verselbstständigt sich dann irgend so ein merkwürdiger Spruch und der ist dann da quasi Pflicht. Und Ja. ja, das ist schon sehr gut beobachtet und sehr gut dargestellt. Stimmt. War da nicht irgendwas mit Shakespeare und Zlatko? Ja, Gab's da auch irgendwas? genau. Oh gut, Scheiße. mein Gehirn kann auch vergessen. Das finde ich immer wieder schön, wenn sowas dann passiert. Ja, so Informationen, die man überhaupt nicht im Kopf haben will, wenn man die dann wirklich auch vergisst. Ich habe mal versucht, aktiv zu vergessen. Das ist gar Na nicht so klar. leicht. Also, das war mal ein Experiment, habe ich mit Björn mal gemacht. Und zwar hat er mir eine Information gegeben und hat dann gesagt, ich soll die jetzt versuchen, aktiv zu vergessen.
Ich weiß bis heute, dass Nacktmulle, um bei den Konkurrenten für Stress zu sorgen, sich an denen ruppen. Das weiß ich bis heute. Ich habe es nicht vergessen. Also Scheiße. es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du kannst Ja, Sachen das nicht ist halt aktiv das vergessen. Problem, dieses Denk mal nicht an einen weißen Elefanten. Das Ganz ist das, genau. das Prinzip, ja. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Naja, also absolut hörenswert, keine Frage. Ja. Aber ich fand es bei weitem nicht den besten Hammer-Tatort. Sagen wir es mal so. Nein, da ist atemlos durch die Nacht unvergessen. Oder der Currykill. Und Marlina fand ich damals auch super. Ja, stimmt, der war auch gut. Ja, dann gibt es bei SWR Tandem, gab es was, das lief zwischen den Jahren und Anfang Januar als Zweiteiler. Und zwar also an den Dienstagen bei Tandem, also dem Dienstag zwischen den Jahren und am 3. Januar dann der zweite Teil. Und zwar geht es um das Hörspiel Schalldämpfer-Melodie. Da hat man ein großes Schauspielerensemble zusammengekannt, 50 Rollen insgesamt, und erzählt eine Story über einen Sohn eines Bosses, der allerdings wenig Talent hat. Und zwar, einzige Talent hat er, schlechte Witze erzählen, die also wirklich ganz schlecht sind. Also ich erzähle schon schlecht, aber die sind noch schlechter. Und Ja, kann ich bestätigen. ja, siehst du? Ja, aber er wird dann eben, tritt dann zunächst nicht so in die Fußstapfen, sondern wird Banjo-Spieler, und auch als Banjo-Spieler ist er nicht so besonders gut gelitten. Naja, aber er macht dann doch, gerutscht dann doch in eine kriminelle Drogen-Mafia-Boss-Laufbahn hinein. Von ihm erzählt also quasi diese zweiteilige Geschichte, die dann im Endeffekt so lang ist wie ein normales Radiohörspiel. Ja, ich fand es ein bisschen anstrengend tatsächlich, weil mir das alles zu überzeichnet war, zu sehr auf witzig getrimmt. Das Ganze einfach viel zu bunt, viel zu knallig für meinen Geschmack. Das hätte irgendwie straighter sein müssen. Also der Humor zündet auch nicht immer. So manche Sachen sind halt ganz witzig, also so mit diesem Banjo-Spieler, wie der Bandleader zum Beispiel ihn immer in den Vorstellungen disst und sowas. Das ist ganz witzig, und hin und wieder gibt es dann am Schluss auch noch so irgendwelche Szenen. Aber manches ist auch so wirklich an den Haaren herbeigezogen und nur so bedingt witzig. Also mein Humorzentrum hat es nur sehr am Rande tangiert. Nicht mein Fall, und auch von der Inszenierung her gar nicht das, was ich so mag. Also aus so einer bunten Story hätte man vielleicht tatsächlich viel mehr machen müssen. Also das haben andere, keine Ahnung, wir hatten heute schon mal Eugen Egner, der auch vielleicht noch abgedrehtere Storys hat, aber auch so mit sehr viel Humor sowas erzählen kann. In der Richtung hätte mir das deutlich besser gefallen. Also hier, das war mir tatsächlich zu billig klamaukig. Naja, es Ja. gab auch ein neues Schreck Mümpfeli beim Ja, Schweizer TDRS. Früher, das jetzt ist es war ja ganz SRF. nett. Da kann man jetzt natürlich nicht allzu viel erzählen. Es geht um ein Ehepaar, die Frau ist schon etwas älter, und der Mann überlegt sich so, naja, die müssten wir eigentlich jetzt mal so langsam loswerden. Kommt dann durch eine Freundin, die der Dame eine Überraschung machen will, auf eine sehr, sehr gute Idee, wie man das die Frau um die Ecke bringen will. Und wie es so bei Schreck Mümpfli ist, das klappt natürlich nicht so, wie der Mann sich das vorgestellt hat, sondern natürlich ganz anderen Verlauf. Sehr originell, und wer diese Schreck Mümpflis kennt, diese Lebendigkeit, diese Quirligkeit, die diese Stücke haben, auch diesen besonderen Humor, den die Stücke oft haben, der wird da gut unterhalten. Also könnt ihr euch beim Schweizer Radio und Fernsehen noch downloaden. Steht dort seit Anfang Januar zum Download zur Verfügung. Und ja, hört es euch mal an. Ist eine nette, nette Geschichte. Über 10, 12 Minuten länger ist es ja nicht. Ha, ha, ha. Was? Na, Lachen ist gesund. Ach so, stimmt. Der Wolf im Schafspelz heißt übrigens von Marianne Künzel. Ah, habe ich gar nicht gesagt. Stimmt. Ist ja vielleicht Dann. besser, wenn ihr das wisst, wenn ihr es downloaden wollt. Ihr könnt die eh alle downloaden, also die ihr da findet. Ja, stimmt. Also ist sehr selten, dass man da mal einen Griff ins Hörspielklo tut. Also mir würde jetzt spontan keins einfallen, wo sich das nicht Nee. gelohnt hat, die kurze Nö. Zeit zuzuhören. Da gibt es ja wie Sehr. jeden Monat oder gab es den Klassiker bei der SF-Musikwelle und das war diesmal Seestraßen durch das Eis von Herbert Ruhland. Eine DRS-Produktion aus 1978. Ja, und die solltet ihr hören, wenn ihr so Fans von diesen Doku-Hörspielen von Maya Nielsen und ähnlichen seid, weil das hier ganz ähnlich aufgearbeitet ist. Und zwar geht es quasi die ersten Nordpol-Durchfahrten, also die verschiedenen Versuche, wie man so quasi über den Nordpol kommt. Also damals mit der Nautilus, also nicht Nemos Nautilus, sondern das erste Atom-U-Boot der Amerikaner, die in zwei Versuchen quasi den Nordpol unterfahren haben. Das ist eine sehr schöne, mit Hörspielszenen durchsetzte Story, die auch zum Teil sehr, sehr spannende Hörspielsequenzen haben, mit ganz viel Wissen und ganz viel auch interessantem Wissen über diese Schifffahrtsgeschichten, die sich da alle um den Nordpol tummeln. Fand ich tatsächlich sehr spannend, sehr unterhaltsam und wirklich interessant. Also
Solltet ihr könnt es ja noch nachhören, downloaden geht leider nicht mehr, aber nachhören kann man es noch mal bei der SRF Musikwelle und das solltet ihr tun, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Schön. Schönes Format. Dann gab es auch eine neue Folge, kein Monat ohne, da ist er, Sherlock Holmes, die neuen Fälle. Und auch die, mit Schiff. Auch mit Schiff, die Folge 30, das Rätsel der Aurora, eine Geschichte von Erik Niemann, bei der Romantruhe natürlich rausgekommen. Beim Durchforsten der Zeitung fällt Sherlock Holmes eine unscheinbare Meldung ins Auge, nämlich, dass aus einem Museum ein Modellschiff geklaut wurde, aber viel mehr steht dort nicht und Scotland Yard misst dem Ganzen eben auch keine größere Bedeutung zu und hat kein Interesse daran, dem nachzugehen. Aber Sherlock Holmes wittert ein Geheimnis hinter dem Ganzen und wird tatsächlich auch von dem Besitzer des Schiffes aufgefordert, in diesem Fall zu ermitteln. Und so geraten Holmes und Watson ja auf dieses Geheimnis, das tatsächlich um dieses Schiff gibt. Das Schiff selber ist nämlich nicht sonderlich wertvoll, aber ja, mit dem Schiff hat es eben etwas auf sich. Ja, und das Geheimnis dieses Schiffes führt eben in Richtung Australien und mehr verraten wir, glaube ich, nicht. So ist das sehr klassisch Holmes tatsächlich und erinnert schon so an so ein paar Fälle, aber jetzt auch nicht direkt. Von dem her ist das vom Pastiche her ganz gut gemacht. Ich fand es wieder mal ein bisschen zu lang. Das ist das alte Problem. Das hätte man ruhig kürzen können, an diversen Stellen kürzen können. Dann wäre das Ganze ein bisschen fluffiger gewesen. So ist es halt, zieht sich das Ganze wieder ein bisschen, was wirklich unnötig ist und schade ist, weil so ist die Geschichte, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber so bleibt halt wieder ein fahler Beigeschmack im Endeffekt. Ja, leider. Und ich fand es auch zum Teil sehr konstruiert. Also durch diese Konstruktion dauert das Ganze auch elend lang, bis man das also alles so auseinandergeklamüsert hat, was da passiert. Weißt du, das war auch nicht so gefällig erzählt. Also konnte man auch bei diesem konstruierten Fall nicht wahrscheinlich. Mhm. Also fand ich jetzt nur so bedingt hörenswert. Also es ist wahrscheinlich auch wieder so eine Folge, die man ins Regal stellt, nach 2 Monaten rauszieht und sagt, was war denn da? Das ist wahrscheinlich schnell weg. Naja. Dann kommen wir zu etwas sehr Speziellem. Ja. Das beim letzten Mal schon Thema war. Wenn euch Sherlock Holmes gefallen hat, braucht ihr hier gar nicht weiterzuhören. Das beim letzten Mal schon Thema war. Wir haben uns ja das letzte Mal mit Philipp Stegers unterhalten über Sirius FM. Grüße und auch an Ulrich Bassange. Die beiden haben nämlich Sirius FM Expedition an den Bandtellerrand zusammen produziert. Über einen längeren Zeitraum tatsächlich, denn es geht dort tief ins Archiv des WDR. Es geht nämlich um das berühmte Studio für elektronische Musik, ja, das eben beim WDR in den 50er, 60er Jahren hoch im Kurs war und wo sich so Gestalten, nenne ich sie jetzt mal, wie Stockhausen, Eimert hat es damals gegründet, die Musikavantgarde eben eingesperrt hat und das ist echt ein schönes Bild und quarzend über den Magnetbändern saß und dort Musik zusammengebastelt hat und auseinander gefriemelt hat. Und ja, so ein bisschen, also ich stelle es mir mal vor, so wie die Besessenen auch die ganze Nacht über da unten saß und versucht haben, andere Formen von Musik und Kunst zu schaffen. Ja, dementsprechend sind eben auch diese Charaktere sehr besonders und sehr speziell. Und aus diesem ganzen Konglomerat haben eben Philipp Stegers und Ulrich Bassange ein, finde ich, spannendes Hörspiel gebastelt, das uns A natürlich einen sehr, sehr schönen und sehr direkten auch Einblick in dieses berühmte Studio gibt und uns beschenkt mit ganz tollen Originalaufnahmen. Unter anderem ist Stockhausen selbst zu hören bei einer Veranstaltung, in der Hassbriefe vorliest. Also sehr skurrile Begebenheiten, die auch hier festgehalten werden. Und ja, es wird eben, ohne dass wirklich tatsächlich die Musik zu Gehör kommt, einem die Musik nahegebracht und ja, diese andere Art Musik zu machen, aber auch gleichzeitig tatsächlich die Probleme, die es mit dieser Musik gab, von Seiten des Publikums her. Also es ist wirklich ein sehr umfangreiches Gesamtbild, das sich da letztlich ergibt. Und das Ganze haben die beiden auch noch zusätzlich in eine ja, fiktive Geschichte reingepackt. Stockhausen hat nämlich bis zum Ende seines Lebens daran geglaubt, dass er vom Planeten Sirius eigentlich kommt und dorthin nach seinem Tod zurückkehren wird. Also ist eigentlich nur logisch, dass Abgesandte vom Planeten Sirius auf der Erde gelandet sind und über eben das Soundlabor im Speziellen berichten. Und das ist quasi diese Radiostunde, in die das Ganze gepackt ist. Also eine sehr schöne Idee.
und fand ich sehr, sehr originell und hat mir total Freude gemacht. Vom Studienhintergrund war das für mich natürlich doppelt spannend. Also ich finde, da kann jeder ruhig mal ein Ohr riskieren. Das ist nämlich einfach eine interessantes Stück Musikgeschichte, das immens, immens, immens viel Einfluss auf, ja, auf Popmusikgeschichte auch hatte. Und es ist einfach auch so sehr, sehr schön, diese skurrilen Gestalten auch mal in echt nochmal zu hören. Sehr, sehr spannend. Ja, wer weiß, ob es die Band Münchner Freiheit ohne Stockhausen gegeben hätte. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich sowas, was auch mir so ein bisschen, ich will mal sagen, so diese Probleme, die ich sonst immer mit so Radiokunst oft habe, so ein bisschen zumindest mal bringt mir es insoweit näher, dass ich tatsächlich Interesse habe, mich damit eher mal auseinanderzusetzen. Also wo ich vorher immer so abwehrend davor stand, erkenne ich jetzt dann doch so ein bisschen den Sinn dahinter oder beziehungsweise wage es, mich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch schon mal was wert, wenn es dann so weit Horizont und Interesse erweitert. Und das hat das Hörspiel tatsächlich geschafft. Und das war ja genau Sinn und Zweck, ja, der Philipp Stegers erzählt. Sehr schön doch. Riskiert ruhig mal ein Ohr. Ja, unbedingt. Jo, dann zum Team Undercover nochmal zu Contendo zurück. Es gab auch die Folge 19, die Rache der Geisterpiraten. Wir befinden uns ja immer noch in diesem Dreiteiler letztlich, der ja schon drei abgeschlossene Geschichten erzählt. Oder drei Fälle, in die das Team Undercover ja gerutscht ist. Sind ja eigentlich vier. Die erste Geschichte war auf dieser Convention und die zweite war das mit dem Bären und die dritte war das Crossover mit Morgan und Bailey. Da müsste das doch die vierte sein. Schlag mich, wenn es nicht stimmt. Kann auch sein, dass die ersten beiden eine Geschichte waren. Auf jeden Fall, am Anfang ging es ja eigentlich um diesen ominösen Regisseur, der das Team Undercover ja nach den Ermittlungen eingeladen hat, am Filmset vorbeizuschauen in Amerika. Und dann haben sie sich eben auf den Weg gemacht und dann ist eben alles zwischendurch passiert, was so passiert ist, wie es halt so kommt. Und jetzt letztlich landen sie eben wirklich am Set dieses Films und dort passiert natürlich was. Es gibt nämlich diverse Probleme am Set. Und zwar, Jugendhörspielserie, was gibt's an einem Filmset? Weiß nicht. Sabotage natürlich. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Also Sabotage in dem Sinne, dass der Geisterpirat, um den es in diesem Film gehen soll, Crossover, ich höre dir trapsen, gibt ja diese Schauergeschichten von Contendo. Dieser Geisterpirat taucht halt auf und stiftet Unheil. Und zwar so viel Unheil, dass tatsächlich daran gedacht wird, den Film einzustellen. Aber das Team Undercover vermutet, dass da mehr dahinter steckt, haben natürlich recht. Und so bleibt, das ist das, was ich der Geschichte ein bisschen ankreide, tatsächlich relativ wenig für den eigentlichen Fall über. Es wird relativ viel einfach über das Filmset erzählt. Das ist tatsächlich auch ganz, ganz interessant und spannend. Also es geht um Filmtechnik und wird halt erzählt, in welchem Rahmen dieser Film gedreht wird. Also es ist kein riesen Blockbuster und so weiter. Und so geht es halt tatsächlich viel ums Filmemachen an sich. Das ist alles ganz interessant, aber der eigentliche Fall, für den bleibt halt dann nicht mehr so viel Zeit über, um den es ja eigentlich gehen sollte. So ist da ein bisschen Schieflage, finde ich, in der Geschichte. Ansonsten von der Machart her kann man da überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Da ist alles safe, da macht alles durchaus Spaß, was das anbelangt. Aber ja, also ich kreide halt der Geschichte so ein bisschen an, dass da ein bisschen mehr der Fokus ja auf dem eigenen Fall hätte liegen sollen. Und ein bisschen weniger dann halt es wirklich nur um Hollywood geht. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Okay. Aber gut, sei es drum, ist in Ordnung, aber auch nicht mehr. Na gut, ja, stürzen wir uns doch mal in den WDR-Hörspielspeicher. Da gibt es ein Hörspiel von Peter Steinbach, eine Neuproduktion des WDR aus diesem Jahr, und zwar heißt das Ganze Unter dem Antennengott. Darin geht es um eine Begegnung von Gustav Eiffel im Jahr 1940. Ja, man merkt schon, ist ein bisschen zeitlich merkwürdig, aber naja, ist halt so, wie es ist. Und zwar trifft Gustav Eiffel, der auf der Spitze des Eiffelturms wohnt, den Komponisten Paul Abraham, der aus Deutschland vor den Nazis geflohen ist. Ja, die beiden unterhalten sich quasi über jetzt die aufkommenden Nazis, die jetzt auch in Frankreich Fuß fassen, Frankreich verändern werden. Ja, wie man mit denen umgeht. Hinzu kommt noch eine dritte Person, und zwar ein Kollaborateur, ein Franzose namens Détouche, der quasi schon zu den Nazis übergelaufen ist und quasi jetzt dieses neue Reich auch auf dem Eiffelturm verkünden will und jetzt also dort oben jetzt auch die Nazi-Fahne hissen will.
Das Ganze ist ein interessanter Diskurs über die Möglichkeiten der Kunst in der Diktatur, auch wieder in der heutigen Zeit vielleicht kein schlechtes Thema. Allerdings verliert sich so ein bisschen in der Verspieltheit dieser Rahmenhandlung. Also ich hätte mir das vielleicht ein bisschen griffiger gewünscht. Sei es drum, es ist jetzt so, wie es ist. Und wer das als Erzählung mag, der wird da vielleicht auch Spaß dran haben an dieses Spiel mit den Figuren. Also für mich hätte diese Prämisse vielleicht deutlicher im Vordergrund stehen dürfen. Ich hätte mir es vielleicht weniger verschnörkelt gewünscht, aber das ist halt durchaus Geschmackssache und kann man auch gerne so genießen, ohne dass man also da wirklich, ich da jetzt sagen würde, da muss man jetzt irgendwelche Abstriche machen. Nee, reine Geschmackssache. Interessantes Thema. Ja. Echt schöne Idee. Es ist tatsächlich eine schöne Idee. Aber wie gesagt, es ist halt so, es verliert sich halt so ein bisschen, für meine Begriffe, so ein bisschen in dem Format oder in der Rahmenhandlung. Aber Eiffel kann nicht sein, ne? Geht ja Nee, ich nicht. glaube, das haut nicht hin. Ist nicht der Eiffelturm, ist doch zur Weltausstellung gebaut worden. Ja, ich glaube 1889, oder? 89, hätte ich jetzt auch Da war der ja auch gesagt, ja. keine 20 mehr. Also Nee, das glaube ich auch nicht. Naja, erzähl doch mal, wie du das Hörspiel Womit wir schlafen oder wir ficken einen Start fandest. Ja, Der ist war, guck ich mal, wann Eiffel gewohnt hat, geliebt hat. ja genau, das kannst du machen. Ja, ist tatsächlich kein Hörspiel, ist aber auch in diesem BR mit diesem Public Workshop ausgezeichnet worden. Das Ganze ist von Marie-Louise Lehner, die, obwohl erst 21 Jahre alt, hier schon wirklich ein bemerkenswertes Feature vorlegt. Und zwar hat sie sich der Frage gewöhnt, wie leben Homosexuelle in Ländern, wo Homosexualität unter Höchststrafe verboten ist. Sie hat sich auf die Suche gemacht über verschiedene Datingportale und hat verschiedene Menschen in verschiedenen Ländern ausfindig machen können, die sich über ein Datingportal ihresgleichen zu finden, ohne dass der Staat auf sie oder die Gesellschaft auf sie aufmerksam wird. Also und es geht so um quasi das Leben im Verborgenen und das ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr authentisch geworden und ich fand das als Feature richtig gut. Kann man gerne hören, also das fand ich tatsächlich die beste Produktion, obwohl das einzige ist, die wirklich kein Hörspiel ist, also eben den Feature-Charakter hat, obwohl es als mit Rollen, also mit Schauspielern aufgenommen ist. Aber fand ich tatsächlich richtig gut und hörenswert. Höret rein. Ich habe mich gerade ein bisschen verloren im Wikipedia-Artikel von Eiffel. Das ist sehr, sehr spannend. Der hat auch das Trägergerüst für die Freiheitsstatue gebaut. Aha. Oder halt entwickelt. Okay. Und den Turm selber hat er, glaube ich, nicht gebaut, wenn ich das richtig lese, sondern nur das Verfahren, diese Metallpfeile aufzubauen, okay, irgendwie entwickelt. Interessant. Aber er ist 1923 gestorben, also kann nicht sein. Okay. Also er war schon 17 Jahre tot, als dieses Hörspiel. Ja, okay. Genau. Ja, eins hätten wir noch, und zwar eins, das wir quasi nachreichen, das wollten wir eigentlich das letzte Mal schon gehört haben, haben wir nicht mehr geschafft. Die Zukunftschroniken von Frank Hammerschmidt. Wir wissen ja jetzt, dass es Staffeln geben wird bei den Zukunftschroniken. Ja, das ist ganz Neues. Das ist quasi die 7. Folge aus der ersten Staffel. Als nächstes wird zum Beispiel eins aus der zweiten Staffel kommen. Das erste. Aber es gibt noch eine 8. Genau. Folge aus der ersten Staffel. Genau, um euch völlig zu verwirren. Ja. Die 7. Folge der ersten auch. Staffel, ja, heißt der Hippokratische Eid. Dann weiß man schon, in welche Richtung das gehen könnte. Genau, es geht um Ärzte. Die Grundvoraussetzung ist, wie bei der letzten Zukunftschronik auch schon, dass die Menschheit kurz vor der Invasion steht, vor der völligen Invasion steht von Außerirdischen. Diese Außerirdischen dringen halt immer, immer weiter vor und bemächtigen sich der Erde. Und wir werden Zeuge wie Ärzte Besuch bekommen. Und zwar Besuch von Außerirdischen, die ein Problem haben. Und zwar ihre Königin ist schwanger. Ja, und das Gebären selbst ist aber problematisch. Also bitten sie die Ärzte um Hilfe. Und jetzt ist natürlich schwierig. Das ist natürlich ein moralisches Dilemma jetzt für die Ärzte. Denn sie haben ja auf den Hippokratischen Eid geschworen, Leben retten. Ich weiß nicht, wie der wortwörtlich heißt. Weißt du, wie der Hippokratische Eid geht? Der Hippokratische Eid ist eher so ein situativer radiophoner Text, den ich jetzt auch nicht rekapitulieren kann. Ist okay. Ja. Ich bin wieder hilfreich. Bisher. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich die Invasoren. Und warum soll man den Invasoren helfen? Naja, sie entscheiden sich dann tatsächlich für ihre Profession, aber viel mehr will ich nicht verraten, denn da passiert dann doch noch einiges.
Ja, ist wieder eine schöne Idee. Das ist sehr kurzweilig. Also diese Ideen sind halt auch darauf angelegt, dass das ein kurzweiliges Hörspiel wird. Das finde ich immer ganz schön bei den Zukunftschroniken. Ja. Dass da wirklich eine Idee dann auch nicht breit gewalzt wird, sondern das ist ja wirklich dann eigentlich nur eine Situation, dieses ganze Hörspiel. Und so hört sich das Ganze auch wirklich fluffig weg und hat mir wieder eine halbe Stunde Spaß gemacht. Jein. 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 Ich werde alt und werde zum Moralapostel. Oh, und okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, also dass mich diese Prämisse, die da transportiert wird, ziemlich geärgert hat. Ich will jetzt da nicht zu viel verraten, sonst spoilere ich zu viel. Aber so wie das Hörspiel ausgeht und den Umkehrschluss daraus, weiß ich nicht, ob ich das gerade in der heutigen Zeit so brauche. Okay. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja. Du kannst ja jetzt im Off sagen. So moralapostelig ist, aber ich habe mich dann so am Schluss so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ja, wenn das jetzt wieder die Falschen hören, ja genau, dicke drauf und alte Knüppel drauf, geht ja nicht nur unbedingt um Außerirdische, kann ja irgendwas anderes sein. Ja. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt, aber ist, ja, na das ist ja so ein halber Kontrovers-Button dann. Ja. Ich versuche das jetzt irgendwie akustisch darzustellen. Ja, vielleicht soll man es einfach erklären. Also, dass ich jetzt Martin gerade eine halbe Stunde erklärt habe, warum ich das Hörspiel moralisch bedenklich finde. Er das nicht, glaube ich, so ganz nachvollziehen kann. Ja, also ich sehe es halt, ein bisschen pragmatischer, ganz ehrlich. Also, ja. Ich sehe es halt so, dass die Situation einfach so ist, wie sie ist. Martin hält mich jetzt für Peter Hane. Nein, um Himmels Willen. Ja, ja. So unmoralisch endet jetzt. Genau. Unsere heutige Vorstellung. Da können wir euch noch sagen, dass wir, weil wir moralisch hochwürdige Menschen sind, das schon im letzten Orcast euch vorgestellt haben. Zum Beispiel hatten wir, beziehungsweise du hattest Amadeus Partitur 12 zusammen mit Folge 10 und 11 vorgestellt. Das Ganze ist beim Hörplanet Anfang Januar erschienen und ja, wir warten noch auf die 13. Dann bei der SWR-Edition ist ein SWR-Hörspiel aus 2015 erschienen. Der Speermann hatten wir euch vorgestellt, das Hörspiel von Stefan Krass. Ja, seit Januar im WDR-Hörspielspeicher und WDR-Kira-Card, dem Podcast, gibt es die Räuber von Yang Shangmor. Die sind bis Mitte Februar auch abgeschlossen. Dann könnt ihr alle 6 Teile downloaden, das Hörspiel von Karl-Heinz König. Ebenfalls, man streiche nur das Kira-Card. Ja. Rein thematisch wäre das merkwürdig. Der Doberschütz und der Krieg der Generäle von Tom Peukert. Das sehr oder Hörspielklassigere Fahrerflucht von Alfred Andersch, ein Hörspiel des SWF mit Radio Bremen aus dem Jahr 1957, ist auch jetzt bei der SWR-Edition käuflich zu erwerben und kann dort downgeloadet werden. Dann gibt es das wundervolle Hörspiel Krabbert von Ottfried Preußler beim WDR nochmal. Ja, ist nochmal auf CD rausgekommen. Achso, ist nochmal auf CD rausgekommen. Re-Release. Ja, genau. Ist in der neuen Fassung beim DRV nochmal erschienen. Das steht blöderweise hier nicht. Ja, Mindnapping 25, wir hatten ja eben schon die Modern Serie 25, also dieses Todesspiel, was wir eben erwähnt haben, ist natürlich erschienen und haben wir euch im letzten Orcast schon vorgestellt. Dann die erste Staffel von Monster 1983 ist auch auf CD erschienen bei Lübbe Audio und zwar aufgeteilt in, ja, in zwei Blöcke quasi, in Tag 1 bis Tag 5 und in Tag 6 bis Tag 10. Ganz tolle Sache von Ivar Leon Menger, Annette Strohmeier und Raimon Weber, das müsst ihr anhören. Ja, dann gibt es bei Nocturna nochmal ein Re-Release von Der Fluch, die Nacht der zwei Monde, also Nocturnas Geisterstunde Teil 1. Genau, und einen Pilax-Hörspiel-Klassiker gab es natürlich auch im Januar, Der Augenblick der Wahrheit von Leif Davidson, RBB-Produktion aus 2004. Dann noch zwei Produktionen aus dem WDR-Hörspielspeicher zum Schluss, und zwar einmal Plattenbau Cowboys von Martin Becker und Jaroslav Rudisch. Und Puppenstadt, das großartige Hörspiel von Bodo Traber und Tilman Sens, die könnt ihr wieder im WDR-Hörspielspeicher downloaden. Oh ja, ganz, ganz toll. Ja, dann kommen die, die wir im Januar nicht hören konnten, also beziehungsweise entweder nicht dazu kamen.
Oder nicht oder, wollten. oder nicht wollten oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht könnten. Zum Beispiel hat NDR Info ein Hörspiel zum Download zur Verfügung gestellt. Abschiedsgeschenk von Gerd Roland Stiepel. Das ist eine NDR-Produktion aus 2013, die ihr auf der Seite von NDR Info nochmal downloaden könnt. Ein neues Hörspiel beim MDR gibt es auch, Abstrakta von Lothar Stemwedel. Ja, das ist das Hörspiel mit Ingo Naujoks in der Hauptrolle und in der einzigen Rolle. Und das könnt ihr auch downloaden. Ja, Benjamin Blümchen, Folge 134, ist auch im Januar erschienen. Abschied von Stella. Und Bibi Blocksberg 120, der Affe ist los. Beim BR-Hörspielspeicher gibt es Dem unbekannten Gott von Valer Novarina, eine BR-Produktion aus 2011, die ihr jetzt auch im Pool nochmal downloaden könnt. Für verträumte Zeiten in diesen winterlichen Tagen hat Dreamland Productions auch eine neue Folge des Trotzkopfs, die vier romantische Zeiten. Ja, dann gibt es die drei Fragezeichen Kids, die Folge 53, der schwarze Joker, der ist auch im Januar neu erschienen. Dann die neue Serie, die Legenden der Drachenlanze. Das gab es bei Holy Soft mit der Folge 1, die Brüder, der Folge 2, Stadt der Göttin. Ja, Punkt. Genau. Ja, dann auch was von den Freunden von Elevate Studios, die Weiße Lilie, Folge 4, Krieg in Boston, das ist der Beginn des nächsten Kapitels. Nee, wie nennt sich das? Ist das auch Staffeln? Ja, Kapitel, Kapitel sind die Kapitel ja, heißen die heißt ja. das doch, Also oder? Krieg in Boston ist ja Teil, also jetzt Teil 1 von Krieg in Boston. Also Krieg in Boston ist so der nächste, ja, die nächste Kapitel Staffel, sag 1, ich mal. ja, zweite Staffel, ja. Ihr kriegt das schon auseinanderklamüsert. Ja, das werden wir garantiert nachhören. Dann mal gucken, sind wir eigentlich auch gespannt auf Dr. Faustus, den Holy Klassiker Nummer 14 bei Holy Soft. Ja, bei SWR4 gibt es ein Hörspiel, was wir euch auch schon mal im Radiobereich angeteasert haben. Ich bin der Bese Frau von Pierre Kretz, einer SWR-Produktion aus 2016, die es in drei Fassungen gibt. Zweimal hat SWR produziert, einmal in Alemannisch und einmal in Elsässermundart. Und einmal hat das Schweizer Radio und Fernsehen die gleiche Story auch produziert in Schweizer Mundart. Diese drei Produktionen könnt ihr auch downloaden. Zwei gibt es davon beim SWR und eine beim SRF. Und die Links findet ihr natürlich im Begleitheft. Jo, dann wieder zum WDR-Hörspielspeicher. Da gibt's Friedrich Arnis In einer Nacht aus Feuer, eine Produktion aus 2010 zu hören. Dann gibt es viermal John Sinclair Classics. Ich glaube, nee, es kommt noch ein Viererblock im Februar. Dann geht es mit Einzelfolgen weiter. Im Januar sind erschienen die Folge 53, Liebe, die der Teufel schenkt. Die Folge 54, Angst über London. Die Folge 55, Judys Spinnenfluch. Und 56, die Rache der Horrorreiter. Das ist immer mein Lieblingsblock übrigens. Ja, leider nur noch einmal. Danach sind Oh. nur noch Einzel. Ja. Jo, dann in den BR-Hörspielpool reingesprungen. Da gibt's Mein Bruder von Peter Zemmler noch zu hören. Ja, das ist auch eine Produktion aus diesen Public Workshop-Gewinnern. Die habe ich aber leider nicht mehr gehört. Ja, Ja, alles dann gut. Muttersdorf von Marie-Claire Marquis beim SRF zum Download. Das ist eine DRS-Produktion aus 1997. Eine Woche später darauf lief das Hörspiel Vatersdorf, was auch von der gleichen Autorin ist und also einen Bezug direkt zu diesem Hörspiel hat. Diese beiden Hörspiele könnt ihr auch beim SRF noch downloaden. Jo, dann wieder zur SWR-Edition. Da gibt's auch Paris an der Donau von Stefan Krass, eine Produktion des SWR aus Jahr 2000. Ja, und Nein, dann das müssen war's. wir. Ja, das war's. Punkt. Ich muss mich da mal irgendwie Das ranzen. war der schmale Januar. Ja, es ging ja fix. Ratzfatz und schon sind wir Kaum durch. was erschienen. Genau. Aber wir haben auch noch ein paar Reste, weil im Aber. Dezember ja auch kaum was erschienen ist. Genau. Na dann, ab ins Vergnügen. Bis gleich.